Was beim Thema Masken auffällt, ist dieses überwältigende und genau genommen kaum nachvollziehbare Vertrauen in die Unschädlichkeit der Maßnahme. Also ich habe noch gelernt, dass ständige Hygiene gar nicht gut ist. Wir brauchen den Kontakt zum Schmutz. Wir brauchen den ungefilterten Kontakt mit unserer Umgebung, um unsere Widerstandskraft aufzubauen, das Immunsystem ständig zu trainieren und zu erhalten. Wenn es nun stimmt, dass mit dem Mund-Nasen-Schutz andere vor dem Virus geschützt werden, von mir aus. Kann so sein. Ich glaube das jetzt mal. Dass mit der FFP2-Maske der Schutz nun noch größer ist, mag auch sein. Aber ich denke mir da, wenn diese Masken den SARS-CoV-2-Virus aufhalten, dann werden diese Masken wohl auch alle anderen Viren und Bakterien und was sonst noch so von Mensch zu Mensch wandert, aufhalten. Und die Frage ist, ist das wirklich etwas Gutes? Was, wenn wir die Viren und Bakterien unserer Mitmenschen benötigen, um unser Immunsystem fit zu halten? Was, wenn wir jetzt gerade durch dieses weltweite Maskentragen zwar Covid unter Kontrolle bringen und dann dafür hinterher das Immunsystem von Milliarden Menschen heruntergefahren und beschädigt haben? Hat man das schon untersucht? Und das ist nur ein Gedanke, der mir spontan so einfällt. Es ist ja nicht gesagt, dass es nicht noch andere schädliche oder wenigstens zweifelhafte Wirkungen gibt, an die ich jetzt gar nicht denke. Vielleicht sind meine Bedenken ja unbegründet. Ja, ich hoffe sogar, dass diese Bedenken unbegründet sind und ich völlig falsch liege. Und dass diese Maßnahmen insgesamt gut sind. Aber selbst wenn das so ist, jene, die auf die Maskenablehner herabblicken, tun das mit einem Hochmut, der ihnen einfach nicht zusteht. Danke für deine Zeit.